Flensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ströbele, wir erinnern uns ja alle, glaube ich, gut an den Fall von Netzpolitik.org, an die Veröffentlichungen von geheim eingestuften Dokumenten. Das waren ja nicht irgendwelche Dokumente, das waren ja eingestufte Dokumente, die nach der Geheimschutzordnung verschiedene Stufen haben können, die ja gekennzeichnet sind. Die liegen ja nicht irgendwie als handgeschriebene Papiere auf einer Parkbank, sondern das war schon offensichtlich klar, dass diese Dokumente eingestuft sind, die dann Netzpolitik.org veröffentlicht hat. Also ein Vorfall, dem man als derjenige, der diese Dokumente ja hat, der sie einstuft, der sie klassifiziert, nicht einfach hinnehmen kann. Und deswegen ist es auch zur Prüfung durch die Staatsanwaltschaft, damals durch den Generalbundesanwalt gekommen. Und ich halte diesen Vorgang für richtig, wenn Dokumente, die eingestuft sind, den Raum der Einstufung des Dienstherrn verlassen, der sie eingestuft hat, dass man dann auch dafür Sorge trägt, nachzuprüfen, wer hat diese Dokumente denn, die eingestuft sind, nach draußen gegeben. Denn es ist nicht sinnvoll, dass Dokumente, die in amtlicher Verwahrung sind, die einen Einstufungsgrad haben, nach draußen gelangen. Da also zu ermitteln, halte ich für richtig. Und der Generalbundesanwalt, wir haben ja öfters in Statements in dieser Zeit gehört, hat auch in alle Richtungen geguckt, zum Beispiel was die Möglichkeit eines Innentäters betrifft. Es ist ja nicht gesagt, dass das zwingend jemand aus dem parlamentarischen Raum, dass es zwingend sonst wie jemand gewesen sein muss. Es kann ja auch ein Innentäter gewesen sein. Und dass dieser Blick angestellt wird, das halte ich für völlig richtig. Der einzige Ansatz, den man damals hatte, waren die Journalisten, die es veröffentlicht haben. Das ist ja logisch auf ihrer Plattform netzpolitik.org. Aber dass der Generalbundesanwalt dorthin guckt, wenn amtliche Dokumente, die einen Geheimhaltungsgrad haben, in die Öffentlichkeit gelangen, das ist richtig. Sonst würden wir ja, so sehe ich das zumindest, die Integrität des Staates überhaupt nicht mehr ernst nehmen, wenn alles, was eingestuft ist, einfach nach draußen gelangen kann. Und deswegen war es ein richtiger Vorfall. Wir haben auch, lieber Kollege Ströbele, und da sind wir uns ja einig, wir haben mit der Pressefreiheit in Artikel 5 eins der höchsten Schutzgüter, das ja nicht nur ein Abwehrrecht ist, sondern auch ein Recht, das der Staat verbürgen soll, für das er sich einsetzen muss. Da sind wir einer Meinung. Wir haben aber in Deutschland eine dezidierte Rechtsprechung, Rechtspraxis, was das Abwägungsverhältnis zwischen Pressefreiheit, wie es in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 erste Alternative normiert ist, aber auch dem Schutz Rechte Dritter ausgewogen austariert werden kann. Denn kein Grundrecht, und das wäre wirklich ein fataler Fehler, kann absolut gesehen werden. Man darf bei keinem Grundrecht sagen, die Pressefreiheit geht allem anderen vor. Man muss immer einen Abwägungsprozess betreiben, einen Abwägungsprozess ermöglichen. Und es gibt Rechte Dritter, Privater. Und es gibt auch Rechte des Staates an der Integrität, Veröffentlichungen zurückzuhalten, dass, wenn Dokumente eben eingestuft sind, dass sie nicht nach draußen dringen. Und Sie haben gerade kurz einen Punkt Ihres Vorschlags zitiert. Deswegen habe ich ihn mir auch noch mal mitgenommen, dass wir auch wirklich vom gleichen Sachverhalt reden. Sie haben gesagt, Dokumente sollen in Zukunft nur noch als geheim und streng geheim eingestuft werden. So steht es in Ihrem Vorschlag drin. Das ist natürlich eine Inflation dann der Geheimeinstufung. Denn Sie wissen es ja aus Vielzahl von Ausschüssen, aus dem parlamentarischen Kontrollgremium, aus Untersuchungsausschüssen, dass dann, wenn es nur noch zwei Einstufungen nach der Geheimschutzordnung geben würde, dass diese dann auch genutzt würden, auch wenn vielleicht Dokumente als VSNFD oder nur VS-vertraulich eingestuft werden könnten. Also wir haben dann nicht mehr das Spektrum, die Vielzahl der Dokumente in die richtige Form einzustufen. Ich halte diesen Vorschlag für fatal. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass in Untersuchungsausschüssen alles fast als geheim eingestuft würde. Das wollen sicherlich auch Sie nicht. Staatsgeheimnisse, von denen Sie ja immer reden, können auch jetzt schon von Journalisten veröffentlicht werden. Es ist ja nicht so, wie Sie den Eindruck erwecken, dass Journalisten nicht die Möglichkeit hätten, an sensible Dokumente heranzukommen, diese dann auch, wenn sie wesentliche Sachverhalte, wie sie eben geschildert worden sind, dann auch beinhalten, diese zu veröffentlichen. Wir haben jetzt schon die Abwägung zwischen dem Veröffentlichungsinteresse, und bei gravierenden Sachverhalten dürfen es ja Journalisten, müssen auch ihre Quellen gar nicht preisgeben. Und auf der anderen Seite das Geheimhaltungsinteresse des Staates an dementsprechend relevanten Sachverhalten. Einfach gesagt,
Wenn es kein hohes Veröffentlichungsinteresse ist, wenn es reine Abstellen auf eine mögliche Publikation, um eine Zahl von Lesern zu erhalten, reißerisches Interesse etc. beinhaltet, dann wird dem Interesse des Staates an Geheimhaltung der Vorrang gegeben. Andererseits, wenn es wesentliche Veröffentlichungsgründe sind, dann dürfen Journalisten veröffentlichen. Und ich habe mich damals etwas geärgert, dass der Generalbundesanwalt bei seiner Prüfung eingebremst worden ist. Ich glaube, er wäre zum Ergebnis gekommen, dass diese Veröffentlichung von netzpolitik.org keinen Straftatbestand erfüllt hätte. Dazu ist es ja nicht mehr gekommen, weil es eine dementsprechende Weisung gegeben hat. Und von daher werden wir dementsprechend im Schluss auch nicht wissen, wie sich dieser Sachverhalt beim Generalbundesanwalt weiterentwickelt hätte. Sie möchten durch Ihren Gesetzentwurf weiterhin Journalisten ermöglichen und das nicht mehr als strafbare Handlung haben, wenn es Nachstellen stattfindet, wenn mit Druck Erkenntnisse herausbekommen werden, also fast ein Stalking stattfindet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht zu weit. Also ich glaube, und ich habe mit einigen Journalisten im Vorfeld gesprochen, seriöser Journalismus arbeitet investigativ. Das ist richtig. Er setzt auch nach. Er recherchiert in die Breite, aber nicht mittels Stalking, Nötigung oder schlichter Bloßstellung von Menschen. So arbeiten nicht seriöse Journalisten. Und diese Tatbestände rauszunehmen und dann für legal zu erachten, das halte ich schon für ein schräges Verhältnis und scheint hier an der Stelle wirklich ein bisschen Schaufensterantrag zu sein. Richtig ist das nicht. Als nächsten Punkt, glaube ich, sollte man erwähnen, dass es möglich ist, an vielen Stellen mit Verschwiegenheit zu arbeiten, mit Dokumenten zu arbeiten, die eingestuft sind. Dass es auf der anderen Seite aber auch wichtig ist, dass der Staat sein Interesse an der Wahrung der Integrität hat und dass es eben auch ein Interesse gibt daran, der Bürgerinnen und Bürger, dass Dokumente, die beim Staat liegen, dass die verwahrt bleiben, dass sie nicht nach draußen dringen. Das muss ein Abwägungsprozess sein. Dieser Abwägungsprozess fehlt in Ihrem Antrag völlig. Sie schauen ausschließlich auf die Informationsgewinnung, auf die Journalisten, die dann im Grunde ohne diesen Abwägungsprozess jedwede Dokumente nach draußen geben könnten, wären sie nicht eingestuft. Oder wenn sie geheim und streng geheim sind, dann im Grunde auch, weil der Abwägungsprozess fehlt. Also ein völliges nach draußen geben von eingestuften Dokumenten. Und das kann eigentlich im Grunde auch nicht das Ziel von Bündnis 90, die Grünen und die Linken sein, wenn man im Endeffekt weiß, dass dann alles, was der Staat in Verwahrung hat und auch geschützt in Verwahrung hat, in die Öffentlichkeit gegeben werden kann. Aufklärung, ja doch, wenn man Ihre Anträge liest schon. Aufklärung ist doch nicht das, dass jedes Dokument in der Öffentlichkeit erscheint. Aufklärung heißt, dass wir zum Beispiel im parlamentarischen Raum prüfen können, dass wir es prüfen können, aber eben nicht alles nicht mehr unter Strafe stellen und jedes Dokument veröffentlicht werden kann. Das kann nicht Ziel eines klugen Antrags sein, meine Damen und Herren. Sie können ja gleich Ihren Antrag einmal näher erklären. Wenn man beide Anträge liest, Ihren von der Linken und den von Bündnis 90 Die Grünen, ich habe mir beide ja mit nach vorne genommen, da muss man sagen, dass der Antrag der Fraktion der Linkspartei eigentlich zum Rundumschlag gegen die Sicherheitsbehörden ausholt. Genau. Mehr ist es doch eigentlich gar nicht. Im Grunde den Sicherheitsbehörden die Chance nehmen, Dokumente einzustufen und das vor dem Hintergrund des Terrorismus, den wir zurzeit bei uns erleben. Ich habe ihn vor mir liegen, habe ihn gelesen, habe ihn sogar dezidiert bearbeitet und habe fast jedem Absatz ein Fragezeichen dran geschrieben. Das sollte Ihnen zu denken geben. Bei den Grünen muss ich ganz ehrlich sagen, da haben Sie nicht verstanden, was wir in den letzten Jahren im Bereich Schutz journalistischer Tätigkeit gemacht haben. Gerade in der letzten Legislaturperiode hat die Union mit der FDP übrigens die Rechte von Journalistinnen und Journalisten intensiv gestärkt, an vielen Stellen in der Strafprozessordnung. Ich glaube, wir haben damals beide zu dem Thema Geheimnisträger, Berufsgeheimnisträger sogar geredet. Wir haben viel gemacht. Aber das, was Sie jetzt machen, das dehnt die Rechte aus und führt dazu, dass wir dieses Abwägungsverhältnis, was wir immer beim Eingriff in Grundrechte brauchen, aufgeben, eine einseitige Ausdehnung hin zur Veröffentlichung, zur Durchstecherei von Dokumenten und nicht mehr dem Schutz von staatlichen Interessen und Schutz Dritter. Das ist ein Ungleichgewicht, dem man so nicht zustimmen kann. Ihre Gesetzesinitiativen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind aus meiner Sicht aus rechtsstaatlichen Gründen kritisch zu bewerten. Ich kann nur empfehlen, dem so nicht zuzustimmen und noch einmal darüber nachzudenken, wie wir bei dem Thema Weisung
klüger weiter agieren. Sie hatten es angesprochen. Für mich kann man sicherlich darüber nachdenken, ob Weisungen bei Staatsanwaltschaften schriftlich zu erfolgen haben. Aber alles andere, was Sie empfehlen, zum Beispiel auch die Parlamente in einem laufenden Strafverfahren zu unterrichten, das ist, glaube ich, etwas, das würde Strafverfahren, Sie als Strafverteidiger, ob Sie das gewollt hätten, das wage ich zu bezweifeln, würde Strafverfahren im Grunde zum Chaos bringen. Deswegen ist Ihr Antrag von Bündnis 90 Die Grünen und von der Linken auch leider nicht ausgegoren und sollte hier heute abgelehnt werden. Dankeschön. Vielen Dank, Patrick Sensburg.